Gestatten Sie, dass heute mein erster Blick, mein erstes Wort Palästina und Israel gilt, wo es in diesen Stunden möglich ist, die Toten zu bergen. Daniel Barenboim, der einen israelischen und einen palästinensischen Pass besitzt, sagte vor 2 Tagen, ich leide mit meinen israelischen Landsleuten, die derzeit in Angst leben. Das ständige Geräusch abgefeuerter Raketen, das Gefühl, dass man selbst oder jemand, der einem nahesteht, könnte etwas abbekommen. Aber, sagte er, ich empfinde auch tiefes Mitgefühl angesichts der Not und der furchtbaren Angst meiner palästinensischen Landsleute in Gaza, die täglich so verheerende Verluste zu beklagen haben. Shimon Peres und Reuven Rivlin haben es anders gesagt, vor kurzem. Ich verkürze auf 3 Sätze. Wir dürfen streiken, sagten sie. Wir müssen sogar streiken. Jeder von uns drückt den Schmerz, die Meinung und sein Weltbild auf andere Weise aus. Aber wir müssen erkennen, dass uns nichts bleibt, als zusammenzuleben. Israelis und Palästinenser. Erst sagen sie weiter, erst wenn wir alle das verstehen, wird das Blutvergießen enden. Und nur mit diesem Verständnis kann eine gemeinsame Zukunft aufgebaut werden. Liebe Freundinnen und Freunde, Bürgerinnen und Bürger, es ist wichtig, alle Lehren der Vergangenheit miteinander zu verbinden und die Erfahrungen der Gegenwart hinzuzufügen. Anders ist Zukunft nicht zu denken. Und das gilt für alle Konflikte auf unserem Erdball. Wir alle stehen hier für eine andere Zukunft. Für das gemeinsame Wohl, für das gemeinsame Wohl, für eine zukunftsfähige Stadt, der man nicht das Wasser abträgt. Wir stehen hier gegen Landraub, Stadtzerstörung und Bodenspekulation, gegen Ignoranz und Profitgier. Wir stehen nicht hier, weil wir nur Bahnhof verstehen. Wir stehen hier für eine bessere, eine schnellere Bahn, für den Vorrang des Öffentlichen vor dem privaten Verkehr. Wir stehen hier für die vielen anderen. Wir stehen für eine bessere, schnellere Bahn, für den Vorrang, weil wir aufpassen wollen auf die Stadt, weil wir aufpassen müssen auf die Justiz, auf die Bürgerrechte und auf die Demokratie. Wir stehen hier auch stellvertretend für alle, denen die Stimme versagt inzwischen, die leise geworden sind. Hochwerte Festgemeinde, liebgewordene Bürgerinnen und Bürger, ich weiß, dass Sie jetzt laut werden könnten, wenn ich Sie frage, wessen Stadt und wessen Land und wessen Geld? Unser Geld. Genau, unser Geld. Und in diesen Tagen wird es wieder einmal eimerweise aus den Fenstern geworfen. Neulich, Sie haben es ja gelesen, fand die Stallwächterparty des Landes Baden-Württemberg in Berlin statt. 100% Öko war die Devise. Und deshalb reiste die ganze Clique aus Baden-Württemberg mit dem Flieger an. Ja, Robert und Säckel würden die sagen, hättet ihr etwa mit dem Fahrrad kommen sollen. Die Party des Landes kostete ohne die Eigenleistung der Regierung mehr als 220.000 Euro. Aufgemerkt, für einen einzigen Abend. Eingeladen waren vor allem die Berliner Bürgerinnen und Bürger, also Hartz-IV-Empfänger, engagierte Umweltschützerinnen, Mieterinitiativen, Rüstungsgegner, eingeladen zu der Party unseres Landes waren vor allem die Berliner Hortkollegen. Alles, was Rang und Namen hat oder haben möchte in Berlin. Steuersünder und gezähmte Journalisten, Bankrotteure und Banker, Zuhälter der Rüstungsindustrie, Zocker aus dem Immobilienmilieu, Taschendiebe, all die oberen 10.000,
die High Society, die Creme de la Creme. Und, falls Ihnen das alles noch zu griechisch oder spanisch vorkommt, die Schikaria. Oder wie man in Sonnenberg sagen würde, die großkopfigen Hallen. Für wessen Geld? Für unser Geld. Genau, für unser Geld, eben. Aber jetzt wirklich, ohne allen Neid und ganz ungelogen, ein wunderbares Fest. Klar, da konnte natürlich nicht Winz und Kunz kommen. Nicht Hebel und Fleinerer. Nur extra geladene Gäste. Das fehlte noch, dass man mit dem vielen Geld ein Volksfest macht, auf dem sich der Pöbel dann sinnlos besäuft. Das durften nur die Sponsoren. Sie durften sogar noch jemanden mitbringen, je nachdem, wie viel sie gesponsert hatten. Also die getemperte Demokratie. Nehmen Sie den Sponsor der Sonderklasse, die Rüstungsfirma Diehl. Kein Wort. Schwerter zum Flugschaden, aber erst nach dem Endziel. Deal hat dieses Fest mit 5.000 Euro gesponsert. Aber wer ist denn Deal, werden Sie jetzt fragen. Nie gehört? Also, Deal ist der Hersteller von Präzisionsbomben mittlerer Reichweite. Solche, wie sie auch in Palästina und in Israel eingesetzt werden können. Oder welche mit größerem Kaliber, zum Beispiel Boden-Luft-Raketen oder Boden-See-Raketen auf Gaza Stadt. Alles aus dem Ländle. Aber trösten wir uns, denn Deal liefert weltweit wie alle Rüstungsfirmen. Und in diesem speziellen Fall könnten es ja auch Raketenabwehrsysteme sein, die sie in Israel verwendet würden. Und was die Waffen angeht, allen Menschen wohlgetan, ist eine Kunst, die keiner kann. Meine Damen und Herren, es ist Krieg, Krieg. Da können wir nicht wirklich abseits stehen. Sonst machen die Rüstungsgeschäfte eben die anderen. Spätestens jetzt werden Sie fragen, Mensch, Grohmann, was hat denn das alles mit Stuttgart 21, mit dem Bahnhof zu tun? Und in den Gästen in Berlin, auf wessen Kosten? Auf eure Kosten, auf unsere Kosten, danke. Da waren dann auch hochrangige Vertreter der Deutschen Bahn. Alles, was dort Rang und Namen hat und nur erste Klasse fährt oder fliegt, weil der Service bei der Bahn zu schlecht ist. Da waren die Vertreter des Flughafens Fähr, früher in Stuttgart ansässig, Freunde von Herrenknecht und Freunde von Herrenknechts Freunden. Leute aus der Bau- und Immobilienbranche, Abgesandte von Banken, der Landesbanken. Und ohne Landesbanken geht doch gar nichts bei uns. Ohne die könnte man sich ja nicht mal eine richtige Pleite vorstellen. Ohne die WestLB? Nein. Ohne die Hyporeal? Nein. Ohne die Commerzbank? Nein. Ohne die Deutsche Bank? Nein. Da ist überall der Staatsanwalt zugange. Sagen Sie jetzt nicht, es dreht sich in der Wagen um, sonst komme ich mit noch einem Beispiel. Dann fahre ich sofort oder komme ich sofort auf die AOK Baden-Württemberg, die Allgemeine Ortskrankenkasse, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die hinten und vorne sparen muss und für dieses Fest 10.000 Euro aus Mitgliedsbeiträgen ausgegeben. 10.000 Euro für ein schwarz-grün-rotes Sommerfest. So viel Geld, für was denn, fragen Sie? Damit es vorangeht mit Projekten, die dem Untergang geweiht sind, mit Stuttgart 21. Gegen Magengeschwüre und Herz-Kreislauf-Störung. Reserviert die Tische natürlich. Ein Lächeln der Kanzlerin, die auch dabei war. Ein Händedruck und ein Hundedreck von Nils Schmidt und einer von Winfried Kretschmann. Umsonst ist nur der Tod, auch für die Gäste zu einer Party. Aber eine CD mit der Gästeliste habe ich heute an die Finanzverwaltung geschickt. Sie wissen ja, liebe Zuhörenden, in letzter Zeit wird schärfer geprüft. Zumindest bei gemeinnützigen Vereinen, die kritisch zu Stuttgart 21 stehen und wo der Betrag von Sachzuwendungen an ehrenamtliche Helfer 40 Euro im Jahr nicht überschreiten darf. Jawohl? Ja, ich weiß, es ist alles fürchterlich schwer, bei Sachleistungen sachlich zu bleiben. Oder nehmen Sie die Trianel GmbH. Die waren auch bei der Fete und haben 12.000 Euro gegeben. Okay, die Firma stand mit ihren Kraftwerksprojekten in der Kritik früher mal. Umwelt- und Naturschutzverbände und Bürgerinitiativen meckerten und meckerten immer wieder wegen der Umweltverträglichkeit eines Kraftwerks.
Das sponsert man doch gern, dass sich der Wind wieder dreht, auch ohne Windkraft. Peanuts eben, alles wegen Kohle. Und das Motto der Landesregierung lautet ja, jedes Produkt, jede Dienstleistung sollte besser sein als ihre Vorgänger, womit ursprünglich der Tiefbahnhof gemeint war. Nachdem die Landesregierung feststellen musste, dass das alte Produkt Kopfbahnhof weitaus besser war als das neue Produkt Tiefbahnhof, sucht die Landesregierung jetzt fieberhaft nach einem neuen Motto und taucht erst einmal ab. Stallwächterparty, Sommerpause. Aber wie wär's denn mit diesem? Wes Brot ich ess, des lieb ich sing. Wobei ich auf die Meldung gestoßen bin, dass jeder vierte Parlamentarier mehr kassiert, als er eigentlich verdient. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Beim großen Teil der Nebeneinkünfte unserer Bundestagsabgeordneten bleibt vollkommen im Dunkeln, von wem sie stammen. Mindestens 2,1 Millionen Euro haben sie seit der Bundestagswahl aus anonymen Quellen kassiert. Ja, vielleicht auch von dir. Wahrscheinlich aber sehr viel mehr. Das ist die Untergrenze. Aber wie hoch die tatsächlichen Summen sind, weiß niemand. Nur die Abgeordneten selbst. Aber die sind Gott sei Dank nur ihrem Gewissen verpflichtet. Und Goethes Margarete meint beim Zöpfeflechten: Ich gäb was drum, wenn ich nur wüsste, wer heute der Herr gewesen ist. Er sah gewiss recht wacker aus und ist aus einem edlen Haus. Wie sie schließlich das Schmuckkästchen entdeckte, das Schmuckkästchen von Stuttgart 21. Aber ist es wirklich Schmuck? Und sie zögert. Wenn nur die Ohrringe meine wären, sagt sie, man sieht doch gleich ganz anders rein. Was hilft euch Schönheit, junges Blut? Das ist wohl alles schön und gut. Allein man lässt auch alles sein. Man lobt euch halb und mit Erbarmen. Am Golde hängt, doch alles. Ach, wir Armen. Amen. Beispiel in aller Kürze. Dänemark, Fehmarnbelt, 17 Kilometer langer Tunnel, Kosten 5,5 Milliarden momentan. Jade Weserpau, einziger Tiefwasserhafen Deutschlands, Kosten pro Woche liegen im Schnitt 2 Schiffe an, 650 Millionen. Elbvertiefung Hamburg, Verlust des Naturschutzgebietes, 551 Millionen. Flughafen Berlin, Kosten bisher 5,5 Milliarden. Hochgeschwindigkeitsbahn London-Birmingham, Kosten 63 Milliarden. Flughafen Kassel-Salden, Deutschlands peinlichster Flughafen, Baukosten 270 Millionen. Verlust bis Ende 2013 6,2 Millionen, momentan. Hochmuselbrücke, geschätzt die Kosten 330 Millionen. Deutschlands dümmstes Bahnprojekt Stuttgart-Ulm, 15 bis 20 Milliarden geschätzt, momentan. Notre-Dame-de-Lan, angeblich 581 Milliarden. 581 Millionen. Real, 2 Milliarden. TAF, Hochgeschwindigkeitsstrecke Turin-Lyon durch Susatal, Kosten 25 Milliarden. Bahnhof Firenze, Belfiore, Tiefbahnhof mit 7 Kilometer langen Tunnel. Türkei, Bebauung des Gezi-Parks, eine der letzten Grünflächen in der Stadt. Ein Einkaufszentrum für Erdogan. Belmonte-Staudamm in Amazonien. Der weltweit drittgrößte Staudamm mitten im Urwald. Zehntausende Menschen wurden von ihrem Land vertrieben. Die Narmada, einer der heiligen Flüsse Indiens. Länge 1300 Kilometer. Staudammplanungen auch von deutscher Seite. Rosia Montane in Rumänien. Ein Dorf in den Bergen von Apuseni in Transsilvanien. Die Mine soll 770.000 Tonnen pro Tag und 500.000 Tonnen pro Woche fördern. Der Ausstoß an giftigen Cyaniden beträgt 134 Kilo pro Tag. Elbphilharmonie, spielen wir das Lied vom Tod. Die Hamburger Staatsanwaltschaft ermittelt. Tewarts van Elst, auch der dabei. Hofft auf ein Marienwunder. Kostenpunkt 10 Millionen. Mord, Vertuschung, Korruption
beim Bau der Autobahn 72 in Sachsen, mit dem Boot der Baukonzern Strabag. U-Bahn-Bau Stadtarchiv Köln, Lugbetrug, Fusch, fahrlässige Tötung. Der Kölner Klingel lässt schön grüßen. Der Soziologe Erwin Scheuch sagte, Zustände wie bei der Mafia, Zustände wie Baugewerbe. Duisburger Landesarchiv, geplant 30 Millionen, inzwischen mehr so 100 Millionen. Dilettanten und Kriminelle reichen sich die Hände. Zypling, systematische Bestechungsgelder beim Bau der IG Metall-Bildungsstätte, Bestechung bei Staudammprojekten in Südafrika. Der Ilisu-Staudamm soll der letzte wilde Fluss Anatoliens sein. 65.000 Menschen sollen umgesiedelt und enteignet werden. Aber ich sage euch, wessen Widerstand? Wir haben Gorleben verhindert. Wir haben Wackersdorf verhindert. Wir haben Wien verhindert. Wir haben Mappus verhindert. Wir haben mindestens dafür gesorgt, dass Stuttgart 21 weltweit bekannt wird als Synonym für anhaltenden Widerstand. Wir haben mit Theater und Kabarett und Filmen, mit Opern und Büchern und Zeitungen und Flugblättern, mit Bahnwachen und Besetzungen, Blockaden, mit Prozessen und zivilem Ungehorsam, mit Radiobeiträgen und Vorträgen und Diskussionen und Untersuchungen und Probebewerbungen mit dem Bürgertribunal und den Sonderzügen, Aufklärungsarbeit und Demonstrationen, Analysen und Dokumenten und Klagen dafür gesorgt, dass nahezu jeder Stuttgart 21 kennt, egal wie er dazu steht und sich sehr viel darunter vorstellen kann. Und deshalb hat eben der verhinderte Großstaudamm Meschebar am indischen Namafluss und der immer besser organisierte Widerstand in China etwas mit uns und mit euch zu tun. Mit Leuten, die aufrecht bleiben. Ich bin doch nicht blöd, sagen wir. Danke für den aufrechten Gang. Danke für den Gang mit Kopf und Bauch, mit Leib und Seele, mit Wahrheit und Fantasie und Beharrlichkeit und schwäbischer Geduld. Mit den aufsässigen, widerspenstigen, renitenten Bürgerinnen und Bürgern aus dieser Stadt und der weiten Umgebung. Danke. Ich weiß, Sie sind da, auch Sie werden da sein, wenn wie geplant am 5. August 2014 die Baugrube der S21 Trog eröffnet werden soll. Sie sind da. Wenn die Aktivistinnen und Aktiven vor Gericht stehen. Sie sind da, wenn die Mahnwache und der Rechtshilfefonds Verstärkung brauchen. Sie sind da, wenn das Versammlungsrecht eingeschränkt wird. In der Hoffnung geht es darum, dass das, was ist, nicht so bleiben muss, wie es ist. Solche wie Sie, solche wie uns, braucht die Stadt, braucht die Demokratie, braucht das Land. Köpfe zeigen! Großer Umschlag und nein, wie sagt man denn da einen? Ein weiter? Weiß ich gar nicht. Wie sagt man da? Also ein Rundumschlag durch die Probleme dieser Welt, die sich bei Stuttgart 21 genauso konkretisieren.